Hallöchen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Willkommen zu meiner kleinen Podcast-Idee. Der Google Translator, will ich ihn mal jetzt gerade so nennen, den richtigen Titel überlege ich mir noch. Um was geht's hier im Podcast? Wie jeder weiß von manchen YouTube-Videos oder so, ist es manchmal sehr, sehr witzig, wenn Google-Übersetzer, also der Google Translator, ein Original-Songtext von einem englischen Lied ins Deutsche übersetzt. So, das finde ich ehrlich gesagt auch super witzig. Und das habe ich mir gedacht, das könnte man doch mal als Podcast eigentlich machen. Jeder Podcast ein anderes Lied. Einfach so für zwischendurch mal, dauert ja nie lange, vielleicht höchstens 10 Minuten, wo man sich zwischendurch einfach mal anhören kann, um ein bisschen zu schmunzeln. Das war meine Idee dahinter. Im Titel lest ihr natürlich, um welches Lied es sich handelt. Oder vielleicht auch nicht. Ich muss mir noch überlegen, wie ich das mache. Aber wahrscheinlich könnt ihr irgendwo lesen, weil, ja, was bringt's mir, wenn ich einen Podcast ankündige und da steht nicht drin, um was es geht. Auf jeden Fall, bevor ich das Lied kurz abspiele, lese ich direkt die Übersetzung von Google vor. Und wenn ihr das Lied kennt, könnt ihr euch ja mal den Originaltext anschauen und dann selber denken, what the fuck. Also, wir legen los. Ich versuche das ganz lyrisch rüberzubringen, ne? Oh. So, von Google-Übersetzer. Fühlen Sie sich lebendig begraben? Diese Stadt ist aufhängt, erstickt und einsam in der Menge. Ich bin umgeben von alle Bildschirme Ihres Lebens. Schreien in den Raum, um Sie zu ertränken. Ich fühlte mich unten, so niedrig, nirgendwo gefunden zu gehen. Aber ich weiß, dass du auf mich wartest. Du wartest auf mich, so weit außer Sichtweite. Ins Weiße getreten, aber ich weiß, dass du auf mich wartest. Ich komme nach Hause. Ich komme heute Abend wieder runter. Weil ich von den Lichtern hypnotisiert wurde, aber ich komme nach Hause. Ich komme heute Abend wieder runter. Ja, es hat Zeit gedauert, aber ich komme nach Hause. Ich komme heute Abend wieder runter. Also halten Sie mich fest. Ich will nur verblasen. Irgendwo können wir die Welt wegsperren. Ich bin bereit zu verstecken, weit entfernt vom Fall out. Sie werden... Sorry, Entschuldigung. Nochmal. Weit entfernt vom Fall out. Sie werden uns nicht im Paradies finden, das wir machen werden. Ich fühlte mich unten, so niedrig, nirgendwo gefunden zu gehen. Aber ich weiß, dass du auf mich wartest. Du wartest auf mich, so weit außer Sichtweite, ins Weiße getreten. Aber ich weiß, dass du auf mich wartest. Ich komme nach Hause, ich komme heute Abend wieder runter. Weil ich von den Lichtern hypnotisiert wurde. Aber ich komme nach Hause. Ich komme heute Abend wieder runter. Ja, es hat Zeit gedauert, aber ich komme nach Hause. Ich komme heute Abend wieder runter. Ich komme nach Hause. Ich komme heute Abend wieder runter. Ich komme nach Hause. Ich komme heute Abend wieder runter. Freies Fallen aus dem Rausch. Ich folge der Stimme, die ich kenne. Freies Fallen aus dem Rausch. Ich komme nach Hause. Ich komme heute Abend wieder runter. Weil ich von den Lichtern hypnotisiert wurde. Aber ich komme nach Hause. Ich komme heute Abend wieder runter. Ja, es hat Zeit gedauert. Aber ich komme nach Hause. Ich komme heute Abend wieder runter. Ja, so ihr Lieben, das war die Originalübersetzung von Hypnotize von Purple Disco Machine und Sophie and the Giants. Also meine Lieblingsstelle war ja immer noch, warte, jetzt muss ich mir die Nummer raussuchen, also da musste ich echt, da musste ich doch mal echt grinsen. Also das ist, das war jetzt schwer zu verdauen. Wo war es denn, Wanmo? Das fand ich mega witzig gerade eben.
Weil, wie gesagt, da musste ich öfters mal stoppen. Ah ja, ich bin bereit zu verstecken, weit entfernt vom Fallout. Da hat Google wirklich tatsächlich Fallout nicht übersetzt. Saugeil. Also, Leute, das war mein erster Gehversuch beim Google Translator Podcast für euch. Ich hoffe, ihr fandet es genauso witzig wie ich. Wenn euch das gefallen hat, dann ja, wartet mal ab, ob noch neue Folgen kommen. Ihr dürft mir auch gerne Feedback da lassen. Den Podcast wird es auch auf www.saarfreaks.de geben. Hört einfach mal rein und ich, ja, auf Feedback freue ich mich, ne? Einfach mal ins Gästebuch reinschreiben oder so. Alles klar. Habt noch alle einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, ganz egal, wann ihr es hört, wo ihr seid. Hier aus dem Saarland, euer Olli. Bis dann.